Scheiße. Ich spüre Chaos im Anmarsch. Bestellt ihr Süßen? Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy Wings kommt. Was? Jetzt haben wir die zwei. Auf den Slot kann man nicht. Ja, mach gut Damage. Mach mal nach. Mir geht's nicht so toll. Ja, das wird noch viel schlimmer. Ich kann gerade nicht mal an Zingy Tingy Wings denken. Sie geht mal weg. Okay, haben wir sie weg. Sieh dir das an. Man kann die gar nicht erst versuchen, jemanden zu verzaubern. Oh Mann, das war super cool. Jupp. Yep. Hallo. Hau drauf, Kollege. Ja, der rastet, der rostet. So toll. Widerlich. Ist hier jemand Blutspender? Ja, du. Erinnert euch an diesen Tag, den Tag eures Todes. So, ein bisschen schocken. Was wollte ich nochmal machen? Egal, wollt ihr mir beim Hula-Hoop zugucken? Oh, genau das wollte ich eigentlich verhindern. So, egal, volle Wolle mitten in die Fresse. Die Kräfte des Chaos lächeln mir zu. Alles in Ordnung, sonst wäre ich auf Vibrieren gestellt. Callgirl ist dran, ihr Hater. So, gib mal jemanden weg. Ja. Achso, ihr habt vielleicht falschen Angriff. Bin ja auch doof. Na gut. Am besten fängst du ohne Fingerkuppen von vorne an. Ach, Diabetes! Damit hättest du rechnen können. Bitte hau das nächste Mal einfach ab. Oh, vor allem langsam. Wollt ihr nach der Tracht Krügel Raisins Kalender kaufen? Nein. Das ist easy. Ach, shit. Der Verwalter, er braucht Hilfe. Ja, du auch. Gleich herrscht Chaos. Ach, hättest du die auch verwalt. Oh, komm schon. Das ruiniert garantiert meine Frisur. Egal. Hau drauf und hau weg! Oh, der hat vielleicht Nerven! Alle bereit für einen Flashmob? Ich gut, bin! Sie greift den richtigen an. Sanktion, aber mit Inklusion! Jawohl, so, da haben wir die Raging Skills ja auch erledigt. Tinky Tinky Wings? Mhm. Plus 2 Dollar haben die so wenig Trinkgeld gekriegt. Oh. Und damit haben wir die Quest abgeschlossen. Perfekt. Was wir wissen, wo du wohnst, Moskito, und wir kommen zu dir, um dir ordentlich in den Arsch zu treten. Klar, komm vorbei, was? Tut mir leid, dass ich euch allen Arsch gedreht habe. Alle hassen dich, Moskito, du fette Sau. Du bist was so aus dem Fetten hässlich. Es wird langsam etwas komisch, Ladies. Lasst uns einfach Freunde sein. Klar, komm vorbei, wir reden drüber. Danach können wir die Wahrheit oder Pflicht spielen oder so. Können wir jetzt die Fotos machen? Lass uns jetzt mal gucken, da hat man das nämlich auch gleich erledigt. Jetzt Fotos? Ja, ich schieße nur Selfies mit Karate Kid Superhelden, die viel Trinkgeld geben. Ein Cyborg, okay, Selfie. So, jetzt. Ja. Was, Primi? Sag mir gar nicht. Tut mir leid. Ich folge ausschließlich nur Elementaristen. Oh, du bist ein Assassine? Machen wir eins. Okay. Wuhu! Francis! Geil!
Ja, du musst dir erst einen Selfie-Pass besorgen. Oh, muss ich den ja echt kaufen? Oh, bevor du einen Pass hast, denke ich nicht mal im Traum. Hier, Selfies sind schwul. Los geht's. Das haben wir schon, oder? Ich finde nur schnelle Helden richtig schwul, sorry. Ja, schade. Tut mir leid, ich folge nur Pflanzmagiern. Kriege ich noch ein paar Fun Fries? Okay. Sorry, mir gefallen nur Brutalisten halt zu beiden. Yeah. Ja, das immer so lange dauert. Na gut. Ah, da bist du ja. Hä? Die fiesen Kreaturen da drin haben die Kreditkarte meines Dads geklaut. Hilf mir, sie zurückzukriegen. Oh nein. Die bösen Verführungskräfte der Girls bin ich machtlos. Ich kann da nicht allein rein. Bist du dabei? Dann los, geh du vor. Okay, danach vielleicht. 500 plus. Ach, lächerlich. Und das Kind ist da, um die Kreditkarte meines Dads zurückzuholen, ihr dickmusigen Diebenen. Du hast uns die Kreditkarte gegeben, weil du nämlich mit uns wresteln wolltest. Stimmt nicht, ich wollte bloß gehen. Und warum hast du dann gesagt, Moment, Girl, ich komme gleich mit der Kreditkarte von meinem Dad zurück? Keine Mädchen mehr. Herbert, der Karte, sonst gibt es Ärger. Gibt's hier ein Problem, Girls? Oh, gleich gibt's eins. Wesens, Girls, sammeln! Sind das viele? Okay, wir können nicht aussuchen, gegen wen. Wow, echt? Ja, das war so klar. Kennt ihr schon meine Hauptfreundin? Dass sie mir ja keiner antatscht. Das ging schnell. Ich vermöbel dich wie meine Mama und meine Daddy, Schnucki. Ah, Moskito. Nein, jetzt hat er alle drei angewiesert, ey. Kacke. Du schaffst das. Ja, schaff ich das. Hau weg den Rotz. Ja. Oh, Moskito kriegt dich ja wieder ein. Okay, der hat 600. Geht er eigentlich? Kann ich direkt angreifen so? Muss ich hinten bleiben? Nee. So. Oh, Barnum, schau nicht direkt in meine fucking Laseraugen. So, jetzt ist Quake dran. Moskito zerschlagen, um den Zauber zu brechen, wird ihn wahrscheinlich töten. Sind's doch nicht so richtig. Aber wir können ihn wütend machen. Auf Instagram. Dann passiert zumindest nicht. Ihr wollt was auf den Arsch? Die Bestellung zieht gerne vor. Es ist so. Au! Such euch selber den Traumfrau. So, sehr schön. Los, bunter Arsch. Ich würde sagen, hau drauf, ne? Du haust echt ordentlich zu. Nicht die Mädels belästigen. Was denn sonst? Und nochmal. Es gibt krass Zerbräunungsstreifen. Oh, bin ich dran? Ja, du bist dran, aber geht schon. Kann ich angreifen? Nee, doch, komm mal. Wird mir nicht egaler sein. Und tschüss. Das hab ich kaum gesehen. Gleich kommt der Schwarm. So, du darfst es beenden. Sie, oder? Reißen wir diesen Haseln ihre A-Löcher auf. Hey, ihr Süßen, ich hoffe, ihr habt Spaß. Oder auch nicht, ist mir eigentlich egal. Ah, nein, ich kann nicht. Scheiße. Oh, hey, lass diese Ladies gefälligst. Ich wollte den Zug rückgängig machen. Ich bin dran. Ja, du bist dran. Okay, die Stärkere. Genau, ein zurück. Ich blinze, Humankind. Braucht jemand der Faust in die Fresse? Die, oder? Hab ich gehört, sie hat ganz laut ja gesagt. Was darf denn sein? Ja, das trifft uns auch. Damit können wir sie komplett weghauen. Ah, mach ich denn?
Nicht auf Humankind, nein! Ja, und Quake! Ich nicht den Scheiß aus dem Leib! Fühlt den Zorn von Humankind! Wo ist sie denn? Hinten. So, jetzt alle auf die und dann hat sich das weiter erledigt. Ist der Blutdurst vergangen. Immer drauf. Trink mal einen Schluck. Deine Schläge sorgen für kleine Blutlachen unter ihrer Haut, Super Craig. Perfekt zum Trinken. Wirklich, Mann. Wer hat hier eine Prügel bestellt? Ich nicht. Dann läuft die Nase schon wieder. Ich hab mir ein bisschen Blut. Aber erstmal beenden wir das hier. Zika-Infekt. Wir sind nicht sauer, Schnuckis. Kommt bald wieder. Okay, machen wir. Okay, ach, die kommt auch noch? Okay, oder? Okay. Ich muss nur schnell die Nase. Moment, ich hab den mitgebracht. Ich mach dich nicht an. Oh nein! Da hat die denn reingelassen. Hau rein, Neuer! Aber die Ultimativkraft ist ganz passend vorbei. Verfügbar. Damit könnten wir sie wahrscheinlich schon erledigen, oder? Die, na gut, die Hälfte und die andere ist down. Oh yeah! So behandelt man doch keine Dame. Ich hab keine gesehen. Es liegt was in der Luft, der Humankind! Zeig mir eine Dame und ich werde sie unnötig behandeln. So, jetzt ist Craig dran. Also los! Dann müsste es eigentlich schon beenden können. Ja, nicht ganz. Der stärker, ne? Na gut. Versuch's bei mir nicht auf die harte Tour. Sie hat keinen Status, schade. Voraus, Jungs. Ich fress dich ab. Nö. Wir wollen das ohne Verlust. Du musst aussetzen. Ich nehme meine Blutprobe. Ah. Ja, ihr seid so neidisch auf unser junges Glück. Alter. Hau sie weg, Neuer. Und tschüss. Ist mir egal, ob das Kind was macht. Hast gewonnen. Hier ist sie. Wesens Outfit, Charakterbogen vom Moskito. Cool. So, können wir jetzt die Fotos hier machen? Ja. Schade. Das sind immerhin $75, ne? Was das Ganze kostet. Das machen wir dann vielleicht ganz zum Schluss, aber jetzt so, wollen Alter. Wollen wir zusammen nach dem Racheüben Flaustiefel shoppen gehen? Ich bin schon wieder da, Alter. Warte, jetzt hast du Angst vor uns? Gibt's hier denn jetzt noch was? Wenn wir eh schon dabei sind, uns mal umzugucken. Hey, Tauli, hi! Entschuldige mein unprofessionelles Verhalten vorhin. Bei mir läuft's gerade beschissen. Ja, yeah. Also Fotos haben wir auch schon, das weiß ich. Na gut. So, und hier hinten gab's eine Katze. Frage ist nur, wie bekommen wir die Katze? Muss ich die Zeit anhalten? Reiß um. Echt das? Jawohl, Big Gay Lucky. Sehr gut. Und mal gucken, wo wir noch welche finden. Was immer deine Eltern tun, sie machen es falsch. Meinst du? Warte. Ja, nicht zu weit. Gut, ich habe keine Ahnung, wo noch Katzen waren, ehrlich gesagt. Ich überleg gerade, aber. Witch Connor oben auf. Oh, hey, kleiner Homie, ich bin's, Classy. Ich wollte dir nur danken, dass du den korrupten Polizeichef erledigt hast. Dank dir bin ich jetzt frei. Wenn du irgendwann Hilfe brauchst, komm einfach zu Classy. Mit einem I und einem kleinen Schwanz, der am C hängt und das L aus dem S fickt. Ja, das ist Brenner Verbrauchsgegenstand. Cool.
Eigenschaft, wir sind doch Freunde, oder? Okay, dann gehen wir mal gucken, was sie für den Fall jetzt Schönes zu erledigen haben. So, hier ist die Base. Was ist hier los? Oh nein! Wo sind wir hier? Hey, das sind doch Hunde aus Eltern! Das ist eine Nachricht an Coon and Friends! Fuck, verdammt! Sieht aus, als hätte ich was, das der Neue will. Trifft nicht gut, denn der Neue hat was, das ich will. Connor, dieser Hurensohn! Ich hätte dir einen Handel anzubieten. Wie sieht's aus, Neuer? Hör zu, junger Mann, du steckst in großen Schwierigkeiten, wenn... Da! Geh nach draußen und mach dann genau, was ich dir sage. Oder du siehst deine Eltern nie wieder. Und beeil dich, sonst gibt's noch mehr hiervon. What the fuck? Wo sind sie, Fettarsch? Wo ist Wildjugendkeit? Und der Arschs Eltern, wo sind sie? Woher soll ich das wissen? Scheiße, du steckst dahinter. Du hast Wunderarschs Eltern entführt, weil dich unsere Verbindung zu den Freedom Hearts ankotzt. Nein, ich will dieses Franchise mehr als sonst wer. Sag's ihm, Leute. Du hast 5 Sekunden, Cartman. Seite, runder Arsch. Du glaubst mir doch, oder? Nein. Ich beweise meine Unschuld, Wichser. Los, klopft dir uns den Verarsch. Das war so klar. Ja, ich denke nicht. Da ist aber schlecht gekommen. Was? Was hat er gesagt? Haben wir jetzt alle Klassen? Wir haben alle Klassen. Geil. Was eine Blütenblattdusche heilt und säubert den Helden und alle Verbündeten in der Nähe. Pellt sie und verstärkt den Angriff. Oh geil, 312 gibt das? Wow. Der Gadgetmeister, der hatte nichts Sinnvolles. Kampfsportler. Ich glaube, das, was wir jetzt haben, ist eigentlich am sinnvollsten. Aber wir können uns die ganzen Fotos holen. Auf jeden Fall. Tischika. Und der Angriff ist auch nicht schlecht. Gehirnknall. Das Medium lässt ein telepathisches Heulen erklingen, das Gegner beschädigt und einem X-Muster Verteidigungsverringerung verursacht. Ich glaube, das passt schon, was wir jetzt haben. Aber cool. Ja, danke. Suche draußen nach dem Kuh. Ich habe auch schon gemeine Sachen getan, aber Mensch, Connor scheint echt eine fiese Socke zu sein. Ja. Die Hinweise. Ja, guck mal, das ist eindeutig von Krallen zerfetzt worden. Das kann nur der Kuh gewesen sein. Es war doch so klar. Okay. Wo versteckt sich der Kuh? Dieser Feigling. Okay, Neuer. Ich sag dir jetzt, wo du hingehen sollst und da gehst du auch hin. Zu Fuß, verstanden? Kein Schnellreisen. Geh zu dem Ort, wo die Leute ihre Kaffeesucht befriedigen. Schnell. Tick-tack, tick-tack. Also wir müssen zu Tweak, nach rechts. Okay, wir hören mal auf ihn. Hier können wir nicht benutzen.
Ja, die Chaos-Lakaien, die sind doch bezahlt. Wer Chaos die Stirn? Niemand! Dieser Punkt geht an Chaos. Weil die haben doch Geld. Chaos hat doch 80.000. Wenn du da ankommst, siehst du einen Typen in einem roten Hemd. Sprich ihn an. Okay, drinnen wahrscheinlich. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Hey Kind, bist du eine kleine Wonder Woman? Diese modernen Filme sind ja so gewalttätig und so... Hallo, Klein... Oh, wow, das ist dieser Selbstjustizler. Bist du ein Held oder die Geißel der Menschheit? Mann, der Kaffee macht mich total kirr. Hallo? Ist für dich. So ist brav, Neuer. Aber jetzt mache ich es dir ein bisschen schwerer. Statt dir zu sagen, wo du hin musst, gebe ich dir ein Rätsel. Bereit? Der Tod kommt dort in vielen Facetten. Finde den Laden, um deine Mutter zu retten. Alter, ich bin so breit von dem Zeug. Ja, ah, da ist auch Kokain drin. Löse Connors Rätsel. Oh, komm schon. Moin, ding, 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 ding. Ha, du glaubst, du kannst überlisten, Shitty Ninjas? Oh, glaub nicht, du kannst weglaufen vor Shitty Ninjas. Denn weißt du, Shitty Ninjas haben immer einen Plan B. Du hast viele Feinde gemacht, den Staat Selbstjustizler. Und jetzt, du musst dich stellen, allen gleichzeitig. Gruppenführer, Kingi Aoma! Sechstklässler, Raising Guards! Sie klauen uns unsere Jobs! Kriegsmenschen! Haha, Selbstjustizler, alle sauer auf dich! Du bereit machen für Sterne! Oh nein! Besiege alle Gegner. Du machst also Sechstklässler? Echt uncool. Okay, Ninja, du zusehen. Das ist ganz spezielle Technik. Wir müssen... Die sind alle so interessant. Anders als die Loser, die wir sonst immer vermöbeln. Eigentlich das Wazens Girl als erstes fertig machen. Ich habe mal zwei zum Bluten. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Am liebsten würde ich auf das Wazens Girl gehen. Wie viel hat sie denn? 700? Hier, ein echter Schocker! Oh mein Gott, lass ihn in Ruhe! Kippendiabetes ist kampfbereit! Er kann sie nicht angreifen, nein. Aber auf ihn kann er. Oder ihr beide. Jawohl. Leute. Ja, genau. Genau deswegen wollte ich unbedingt sie angreifen. Fuck. Nein, Chaos nicht! Und dann unter den Angriff. Na, oh, fuck. Du guter Verbündeter. Gute Kinder töten und nicht in Koreanisch. Darauf kannst du Gift nehmen. Du vielleicht Shitty Ninjas, zeig ihm, wie das geht. Nö, nö, nö. Ich zeig euch, wie man richtig auf die Kacke hat. Ich verlass mich auf dich. Okay. Machen wir beiden eine rein. Finger weg von meinem Süßi. Der will was von mir. Ja. Yeah. Wohl eigentlich sinnvoll. Aber ist egal, wir machen. Ja, lieber schön okay. Damage. Wird ja nicht noch ein verzaubert. Aber uns ja, kann sie, glaube ich, gar nicht, oder? Du nicht im Restaurant von Ihnen. Mit Karl-Girl kann ich mir auch nicht vorstellen. So, das dürfte auch noch Rückstoß geben. Los geht's. Die anderen Raisins Girls flippen aus, wenn sie wüssten, gegen wen ich kämpfe. Wow. Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling. Okay, der kommt nicht weit. Los, Mensch, wollen wir nicht unseren Vertragsbedingungen? Und tschüss. Los! Darum schickt ihr Bock besser Restaurant als dummes Raisins. Ja, nein. Bitte echte Ninja-Cup, genieße es. Nicht schlecht für einen Chinesen.
Hey, ich war schlechter Japan-Ninja, verdammt! Oh, scheiße. Crime is out of control in our town. Kunin friends are this city's only hope. All right, now you need to go out into the town and do superhero stuff. You know, help people and fight crime and dumb shit like that. Well, how's the character sheet coming? I already let you dual class, there's nothing left to talk about. Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. I've been given $20,000 to take care of you. What? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris to get a pedal enhancement and fuck French chicks. Super Craig.